Slomka kritisiert Aufstellung. Ex-HSV-Trainer Mirko Slomka hat im Doppelpass die ständigen Wechsel in der Aufstellung des Hamburger SV als Problem ausgemacht. Ich finde, man braucht jetzt ein bisschen wechselseitiges Vertrauen. Das ist unheimlich viel Wechselei in dieser ersten Formation. Letzte Woche war, oder vor zwei Wochen war Heiko Westermann Linksverteidiger, letzte Woche in Leverkusen war er Innenverteidiger, gestern war er rechter Verteidiger. Es tut sich immer was im Mittelfeld, es tut sich was vorne. Vertrauen in eine Mannschaft, sicherlich nicht eine permanente Stammelf haben, aber Vertrauen, die Spieler brauchen das, um diesen Abstiegskampf auch zu bestehen. Der HSV ist durch die Niederlage gegen Wolfsburg auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Schweinsteiger fällt wohl aus. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern steht im Champions-League-Viertelfinale gegen Porto wohl nicht zur Verfügung. Nach Sport1-Informationen leidet Schweinsteiger an geschwollenen Lymphknoten. Auf eine Rückkehr von Franck Ribéry und Jérôme Boateng hofft man beim FCB dagegen weiter. Wann Arjen Robben zurückkehrt, bleibt weiterhin offen. Der Heilungsprozess verlaufe sehr gut, er müsse aber noch ein bisschen Geduld haben, sagte der Niederländer. Di Matteo gibt Königsklasse auf. Schalke-Trainer Roberto Di Matteo hat nach dem torlosen Remis gegen Freiburg das Erreichen der Champions League ausgeschlossen. Das Ziel, unter die ersten vier zu kommen, sei jetzt unrealistisch. Es werde unmöglich sein, die Punkte aufzuholen, sagte der S04-Coach. Die Schalker haben 6 Spieltage vor Saisonende 10 Punkte Rückstand auf den Champions League-Qualifikationsplatz. Beiersdorfer schließt Trainerwechsel aus. HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer will trotz der 0:2-Pleite gegen Wolfsburg und dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz an Trainer Peter Knäbel festhalten. Da gibt es kein Gedankenspiel. Knäbel ist nach Mirko Slomka und Joe Zinnbauer bereits der dritte HSV-Trainer in dieser Saison.